Naturübung, drei Fehler, die häufig gemacht werden. Wir korrigieren das jetzt. Hier im Qigong Club, schön, dass du mit dabei bist. Folge mir an den Übungsplatz. Wir wollen keine Zeit verschwenden. Das heißt, bei der Naturübung gucken wir jetzt ganz direkt uns ein paar Geschichten an, die wirklich signifikant sind. Das wiederhole ich nur allzu gerne. Es gibt Dutzende oder Hunderte Fehler, die man bei der Naturübung machen kann. Aber heute schauen wir uns drei an, die besonders signifikant sind. Das heißt, wenn du diese Aspekte beachtest, dann ist das schon ein kleiner Garant dafür, dass die Naturübung wirklich gut und energetisch und tief mit dir arbeiten kann und in dir wirken kann. Wir legen los. Also, die allererste Bewegung, das gilt für alle fünf Übungen, ist eigentlich bei jedem zu schnell. Das heißt, am Anfang haben wir immer dieses Qi-Wecken, die Bewegung von unten nach oben. Und weil wir noch nicht so in der Übung drin sind, machen wir das häufig ohne Gefühl, irgendwie die Hände hoch. Bei der Naturübung sieht das meistens so aus, dass man so die Haltung einnimmt. Man denkt sich, ja, hat doch alles richtig gemacht. Aber genau diese Bewegung zum Herzen hin ist aus meiner Sicht ganz wesentlich für den weiteren Verlauf der Übung, wie viel Gefühl in der Übung drin ist. Das heißt, wir öffnen über diese Bewegung unser Herz. Wir begegnen hier dem Danjung, diesem Punkt, mit den Händen. Wie begegnen wir? Wie ein Pistolenschuss, boom, Klatsch vor die Brust oder ein bisschen sanfter? Schau mal. Mit mehr Gefühl, mit mehr Zärtlichkeit die Hände vor dem Danjung aufbauen. Und schau mal, auch wieder ein Fehler, bei vielen gehen die Hände, ich komm mal ein bisschen ran, bei vielen gehen die Hände nach vorne, ist ja viel entspannter. Schau mal, wenn wir die aufrichten, die Finger nach oben, Daumen sind Richtung Kehlkopfkuhle, abgespreizt, kannst du jetzt mal im Video schon mitmachen, dann merkst du, durch diese Aufrichtung der Hände entsteht wieder hier eine ganz andere Spannung in Unterarm, Oberarm bis in die Schultern hinein. Diese Spannung wollen wir bewusst aufbauen, um sie dann nach vorne mit der nächsten Bewegung zu lösen. Das heißt, Spannung aufbauen, wie ein Staudamm. Es spannt sich und dann wird die Spannung gelöst nach vorne. Und durch dieses Lösen von gesammelter Spannung hier in der Mitte erhalten wir einen tiefen Zugang zu der Naturübung. Und wenn wir einfach nur irgendwie die Hände halten, dann ist es halt nur eine Larifari-Entspannungsübung. Nicht schlimm, passiert den Besten, aber wir holen mehr raus. Wir machen weiter. Das heißt, wir öffnen, gehen weiter. Dann als nächstes, diese Handhaltung, das machen fast alle verkehrt. Die meisten nehmen die Hände zu weit zusammen und probier das mal mit mir zusammen aus. Was passiert, wenn du die Hände so zusammennimmst? Hier im Brustbereich geht alles zu. Das kann, wenn wir es brauchen, nützlich sein. Brauchen wir aber in diesem Zusammenhang wirklich nicht. Ganz im Gegenteil. Das heißt, wir nehmen die Hände nur so weit zusammen, dass sie auf einer Linie mit den Schultern sind. Ich hoffe, das kann man gut so sehen. Parallel nicht zusammen, sondern auseinander. Auch nicht so. Andere stehen dann so. Das ist zu weit. Wir wollen genau parallel dahin kommen. Warum? Wenn es nur Gymnastik ist, egal. Bei Energieübungen wollen wir jetzt eine Bewegung von vorne mit den Händen zum Körper hin, ins Innere erzeugen. Und diese unsichtbare Bewegung soll bis in die Zhongfu, Schulterpunkte, hineingehen. Wenn wir jetzt irgendwo sind, dann ist es ja eine schöne Gymnastik. Wenn wir aber uns darauf konzentrieren wollen, unseren Energiefluss gezielt anzusprechen und ins Gleichgewicht zu bringen, zu nähren, zu aktivieren, in dem Fall die Lunge, dann kann es sehr wichtig sein, dass diese Laogung-Punkte in der Mitte der Handfläche ziemlich genau bei den Zhongfu-Punkten ankommen. Wäre mein Tipp. Kannst du auch ausprobieren. Ich sage nicht, dass das richtig ist. Du kannst auch probieren, vielleicht ist es intensiver, wenn die Laogung-Punkte ein bisschen weiter außen sind, also eher bei den Schultern und nicht mehr im Innern hier. Ja, aber probier auch mal diese Haltung aus. Ein paar Zentimeter außen, innen. Die Spannungsverhältnisse sind nicht gleich.
und spüre am besten bei dir selber, wo das Gefühl am energetischsten ist, wo du denkst, ja, das fühlt sich stimmig an. Und das ist nicht immer die entspannteste Variante, sondern beim Qigong bauen wir oft bewusst Spannung auf, um sie dann auch wieder zu lösen. Und das ist so ein Denkfehler, dass viele sagen, beweg dich beim Qigong immer so, dass es am entspanntesten ist. Nein, beim Qigong arbeiten wir mit Yin und Yang, mit Spannung und Entspannung. Und daher sind die Korrekturen häufig so nötig, dass wir an einigen Stellen uns trauen, bewusst Spannung aufzubauen, um eine Energiebewegung im Innern zu initiieren. Und wenn wir immer nur entspannt bleiben, immer nur locker und schlaff in den Bewegungen, dann wird die Übung nicht so stark, nicht so intensiv. So, also, wir sind jetzt hierbei, zurück und dann die Bewegung nach oben, von oben herab, nach außen, nach innen. Und bei dieser Bewegung nach innen gibt es von mir mal den dritten Tipp. Ich zeige das auch mal von der Seite. Bei dieser umarmenden Bewegung, guck mal, was mein Rücken macht. Mein Rücken wird ein bisschen krumm, wie ein Rundrücken, und bildet mit den Händen einen Kreis. Wir stehen also nicht so da und machen so die Bewegung, sondern ein bisschen dieses Einsammeln. Wir bilden mit der Brust eine Bucht und in diese Bucht holen wir Energie. Und genau durch diese Spannungsveränderung, dass wir nicht die ganze Zeit gerade aufrecht bleiben, sondern ein bisschen mal nach vorne öffnen, erzeugt das ein ganz anderes Gefühl bei dieser umarmenden Bewegung, von der aus wir dann weiter nach unten gehen. Und wie gesagt, gerade bei einer Naturübung, ich habe es heute einfach mal gesagt, drei Fehler, drei Dinge, die du besser machen kannst. Wir sind uns bewusst, wir können noch viel mehr besser machen und anders machen und energetischer. Aber das wäre auch manchmal zu viel. Das heißt, ich habe jetzt bewusst bei allen fünf Übungen, wenn du die anderen Videos noch nicht kennst, zieh sie dir auch rein, immer mich auf drei Aspekte konzentriert. Weil wenn wir uns dann auf diese drei Aspekte konzentrieren, können wir die Übung richtig schön öffnen, energetischer machen. Wenn ich sage, achte auf diese 80 Sachen oder auf diese 137 Fehler, die du machen kannst, das ist alles viel zu viel. Und daher versuchen wir immer, das Wesentliche oder essentielle Dinge zu betonen, um einen neuen Zugang zu Wirkung zu bekommen bei den Übungen. So, und das heißt für dich, heute haben wir die drei häufigsten oder sehr schwerwiegende Fehler der Naturübung besprochen. Es geht aber weiter beim nächsten Mal mit der Meditationsübung und was wir da beachten können. Sei wieder mit dabei beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.